Guten Tag und sei gegrüßt alle miteinander. Hier ist euer Random Dips und in dem heutigen Video berichte ich kurz über die Neuigkeiten zum Kingdom Hearts 3 DLC. Die folgenden Informationen stammen aus der letzten Ausgabe der Famitsu, in der ein Interview mit Tetsuya Nomura zum Kingdom Hearts 3 DLC geführt wurde. Ich werde euch dieses im Frage-Antwort-Format übersetzen, genauso wie damals bei Nomuras Interview aus dem Kingdom Hearts 3 Ultimania. Meine Übersetzung basiert erneut auf der englischsprachigen Übersetzung von kh13.com. Den originalen Artikel verlinke ich euch natürlich, wie immer, in der Videobeschreibung. Das Interview beginnt wie folgt. Frage: Vor der E3 wurde ein kostenpflichtiger DLC namens Kingdom Hearts 3 Remind enthüllt. Was ist die Bedeutung dieses Titels? Antwort: Ich werde oft von der PR-Abteilung, also der Abteilung für öffentliche Beziehungen, kontaktiert. Und mir wurde gesagt, dass es sich um eine Gedächtnisstütze handelt. Es bedeutet so etwas wie erneute Bestätigung, aber gleichzeitig wird man angewiesen zu antworten. Das bedeutet es. Aber es gibt auch eine doppelte Bedeutung. Also die Bedeutungen sind Gedächtnisstütze, Rückbestätigung und die Regeneration eines Herzens. Frage: Es ist eine angenehme Überraschung zu hören, dass Riku, Aqua und Roxas spielbar sind. Ist das eine Szene, wo wir gegen die stärkste Art von Feinden, Limit Cut, kämpfen? Kleine Info am Rande, Limit Cut ist der Name für einen eigenständigen Abschnitt innerhalb des Kingdom Hearts 3 DLCs. Antwort: Nein, das haben Sie falsch verstanden. Die Elemente, die während des Videos gezeigt worden sind, sind in der Haupthandlung enthalten. Es ist nicht mit Limit Cut verbunden. Das letzte, das im Laufe des Videos gezeigt wurde, ist ein neues Schüsselschwert und eine Transformation. Sternentreue für Sora. Es wird gleichzeitig als kostenloses und als kostenpflichtiges DLC veröffentlicht werden. Also er meint, dass der Sterntreue DLC kostenfrei sein wird und der restliche DLC kostenpflichtig sein wird. Ich kann nicht viel über die Limit Cut Bosse zum aktuellen Zeitpunkt sagen, aber es wird nahezu die gleiche Menge an Bossen enthalten wie letztes Mal, also bei Kingdom Hearts 2 Finemix. Frage: Was? 13? Ist das nicht viel zu viel? Antwort: Es hat viele Überraschungen. Das ganze Szenario beinhaltet unter anderem die Limit Cut Episode und Bosse sowie eine geheime Episode und einen geheimen Boss. Für einen DLC allein ist das ein ausreichender Umfang. Frage: Es wird in diesem Winter veröffentlicht werden, aber ist es zum Ende des Jahres oder im Laufe des neuen Jahres? Antwort: Es gibt einige Dinge, die ich nicht vorhersehen kann, da es einige Abschnitte gibt, bei denen die Zero, also die Organisation in Japan, die einschätzt, für welche Altersgruppe ein Spiel geeignet ist, erneut eingeschätzt wird. Aber meiner Meinung nach möchte ich es nicht zu nahe an der Veröffentlichung vom Final Fantasy VII Remake haben. Ich möchte die DLCs schnell veröffentlichen. Aufgrund dieser neuen Informationen habe ich die folgende Vermutung, wie sich der DLC zusammensetzt. Als erstes haben wir Limit Cut, in dem mehrere zusätzliche Bosse enthalten sein werden. Insofern lässt es sich am ehesten mit einer Finemix-Version von früheren Kingdom Hearts Spielen vergleichen. Die Frage ist, ob Limit Cut sich separat auswählen lässt oder ob die Änderungen innerhalb der Haupthandlung enthalten sein werden, sobald man das DLC heruntergeladen hat. Obgleich Nomura meinte, dass Limit Cut eigentlich nicht Bestandteil der Haupthandlung ist. Der einzige Abschnitt aus früheren Kingdom Hearts Finemix-Teilen, in dem man gegen eine wirklich große Anzahl von zusätzlichen Bossen kämpfen konnte, war der Garten der Versammlung in Kingdom Hearts 2 Finemix, in dem man die Datenkämpfe gegen gestärkte Versionen der Organisation 13 absolvieren konnte. Insofern wäre es auch eine Option, dass es sich bei Limit Cut nur um einen zusätzlichen Dungeon handelt. Hierzu müssen wir wahrscheinlich auf weitere Neuigkeiten in den nächsten Monaten warten, bis hier endlich mal Klarheit geschaffen wird. Weil ich muss zugeben, dass das Marketing für diese DLCs doch ein wenig verwirrend sein kann, zumindest von der Namensgebung her. Bezüglich Nomuras erster Antwort, in der gesagt wird, dass Remind auch die Wiederherstellung eines Herzens bedeutet, so habe ich die starke Vermutung, dass Remind ein zusätzliches Szenario sein wird, in dem Sora die Kraft des Erwachens ein letztes Mal anwendet und damit zum Zeitpunkt im Schlüsselschwertfriedhof zurückkehrt, in dem die Organisationskämpfe stattgefunden haben und Kairis Tod damit verhindert. Das würde auch erklären, warum Sora in einigen Kämpfen nicht dabei ist und bestimmte Abläufe anders sein werden als im Hauptspiel, wie zum Beispiel, dass Lee aktiv im Kampf gegen Sykes teilnimmt.
Damit wäre nur noch die Secret-Episode offen und ich denke, dass wir hier mehr Informationen zu den Suchern der Dunkelheit erhalten werden. Also hier rein würde ich auch die Szene zwischen dem jungen Meister Xehanort und dem Meister der Meister zählen, aber auch die Szene zwischen Luxord und Lushu. Wenn wir wirklich mehr Informationen zu den Hintergründen der einzelnen Sucher erhalten würden, würde sich das soweit mit Nomuras Aussage decken, dass er auch mehr über Shions Hintergründe aufklären will. So sehr ich mir wünsche, dass wir auch mehr zu Sora und Riku in Shibuya erfahren, so denke ich, dass das den Rahmen des DLCs sprengen würde und für das nächste Spiel aufgespart wird. Sollte das Gegenteil eintreffen, würde ich mich natürlich riesig freuen. Ich hoffe, dass euch das heutige Video gefallen hat. Weiterhin könnt ihr euch gerne in den Kommentaren zu den Neuigkeiten für den Kingdom Hearts 3 DLC austauschen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine angenehme Zeit. Wo auch immer ihr gerade gegen die Dunkelheit kämpft.